Kinder sind dumm. Also nicht jedes Kind ist dumm, aber ich war halt schon ziemlich dumm. Und Kinder geben auch oft in irgendwelchen Schultests, Klassenarbeiten etc. komische Antworten. Und wir schauen uns heute mal ein paar an. Die erste lustige Schülerantwort, die mir Jule rausgesucht hat, ist die hier. Du hast 10 Kekse. Jemand fragt dich nach 2 Keksen. Wie viele Kekse hast du noch? 10. War die Antwort von dem anscheinend etwas dickeren Kind. Fülle diese Pyramide mit den Grundbedürfnissen nach Maslow. Ich habe Pädagogik und Sozialwissenschaften und sowas alles immer ganz cool gefunden. Deswegen die Grundbedürfnisse nach Maslow sollten eigentlich jedem mehr oder weniger bekannt sein. Also ganz unten so die Verpflegung, dass man isst und trinkt und dann weiter nach oben halt so Selbstverwirklichung, Glück etc. Das Kind von dieser Aufgabe hat allerdings geschrieben Pizza, Süßigkeiten, Pommes, Eis und Schnitzel. Also das Wichtigste in seinem Leben, um zu überleben, ist Pizza, ganz unten. Hier sollte die Person das richtige Langwort finden für die Kurzfassung, also beispielsweise bei km/h, Kilometer pro Stunde, bei Trafo, Transformator oder beispielsweise bei ALK hat er allgemein geschrieben, aber bei ZDF hat er geschrieben Zentrum der Finsternis. Ey, wie kommt man denn auf sowas? Die nächste Schülerantwort ist, finde ich nicht dumm oder lustig oder irgendwie so, aber einfach voll süß. Ich kann mir genau vorstellen, was das für ein Schüler war. Die Frage war auf jeden Fall, schreibe auf, wie du nach dem Prädikat fragst. Und der Schüler namens Adrian hat geantwortet, darf ich bitte den Prädikat haben? Oh Mann, so richtig lieb auch noch so, darf ich bitte das Prädikat haben? Das nächste ist wieder so komplett bescheuert und zwar war die Aufgabe diesmal auf Englisch, name the quadrilateral. Genau. Also man soll die Formen benennen. Wie beispielsweise, wenn da ein Quadrat ist, dann schreibt man halt Quadrat runter. Der Schüler hat den Formen allerdings Namen gegeben. Wie beispielsweise Bob oder Sam, Teddison, Kate oder Harry. Ich hätte dir einfach aufgrund deines Humors eine 1+ gegeben. Die nächste Schülerantwort finde ich übelst amüsant. Und zwar wird dort gefragt, wie heißt das Virus, das für AIDS verantwortlich ist? Und die richtige Antwort war natürlich HIV. Der Schüler hat allerdings geschrieben HSV. Ey, da muss ich dir aber ein bisschen recht geben. Also ich bin ja Fußballfan vom 1. FC Köln hier, weil ich ja in Köln wohne. Und die prügeln sich gerade die ganze Zeit mit dem HSV um den ersten Platz in der zweiten Liga. Deswegen habe ich da auf jeden Fall hart schmunzeln müssen. Das hier ist die nächste Schülerantwort. Ey, einfach Bäume, die Blätter haben, nennt man Baum. Mhm. Bäume, die Nadeln haben, nennt man Baum. Wälder, in denen nur Bäume mit Blättern stehen, nennt man Wald. Wälder, in denen nur Nadelbäume vorkommen, nennt man Wald. Wälder, in denen... Ey, das ist... Es ist richtig. Aber das ist genauso, wie wenn man sagt, wann starb Mozart? Ja, vor ein paar Jahren. Das sind eigentlich alles Antworten, für die man trotzdem als Lehrer Teilpunkte vergeben müsste. Weil es ist ja richtig. Die nächste Schülerantwort ist einfach komplett... komplett Facepalm. Einfach. Schreiben Sie weiter. Der Schüler schreibt halt weiter. Ey, was Schulkinder teilweise für Gedanken haben, ne? What do you like to do with your friends and family? I like to move it, move it. Okay. Ey, das sind so Antworten von so Kindern, die jetzt wahrscheinlich Comedians sind. Das ist auch so eine Standard-Schülerantwort, die, glaube ich, jeder einfach kennt. Da steht einfach, finde X, dann einfach X eingekreist und sagen, ja... Hier ist X. Bei der nächsten Schülerantwort denke ich mir halt, okay, das könnte auch safe fake sein, weil eigentlich jeder Schüler, der irgendwie den Ansporn hat, was zu erreichen in der Schule, der hätte sowas nicht geschrieben. Angenommen, ein Glas Gurken kostet 1,79 Euro. Du hast 5 Euro bei dir. Wie viele Gläser Gurken kaufst du damit? Der Rechenweg existiert einfach nicht. Gar keines. Ich gehe zum Chipsregal und kaufe mir 2 Tüten Erdnussflips. Würde ich auch so machen. Welche Voraussetzungen muss eine Frau erfüllen, um schwanger werden zu können? Und die Antwort war so richtig süß. Da kann ich mir richtig vorstellen, wie das so ein kleines, junges Mädchen irgendwie... Ja, wie die das da hingeschrieben hat. Bevor sie schwanger werden darf, muss sie einen Schwangerschaftstest bestehen. Als wenn das wie so eine Führerscheinprüfung ist. Ey, auf sowas kommen wirklich nur Kinder. Die Antwort eines Schülers, die ich euch jetzt zeige, war wirklich so bisher die lustigste Schülerantwort, die ich je gelesen habe. Wo wurde die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet? Ganz unten.
Hier sollte der Schüler bzw. die Schülerin eine Tierart angeben, die sich nicht aus eigener Kraft fortbewegen kann. Tote Tiere. Ich meine, es ist nicht falsch. Ich denke mir halt, Lehrer müssten viel mehr Teilpunkte vergeben für sowas einfach. Oder wie seht ihr das? Das nächste Bild, was ich euch zeige, ist ein Test, sage ich mal, beruhend auf einer Exkursion einer Münchner Schule zu einigen Münchner Denkmälern. Und die erste Frage war, was hast du über den Tag des offenen Denkmals gelernt, was du bis jetzt noch nicht wusstest? Die Antwort von dem Schüler war, ich wusste nicht, dass er am 8. September ist. Ja. Das war auf jeden Fall ein klasse Ausflug, wenn das Einzige, an was sich der Schüler erinnern kann, noch ist, an welchem Tag die da waren. In welcher Situation könnte diese Information hilfreich sein? Vielleicht bei Wer wird Millionär? Ja, genau. Welche Denkmäler haben wir zusammen besucht? Alle. Verstehe ich dich aber. Immer wenn wir irgendwelche Exkursionen gemacht haben, kam es mir auch so vor, als hätten wir uns den ganzen Tag alles Mögliche, was langweilig ist, angeschaut. Die nächste Schülerantwort ist auch wieder komplett bescheuert und ich glaube sogar fake. Und zwar ist die Frage, was war eine der größten Errungenschaften der alten Römer? Sie konnten Latein. Kein Kind in der Grundschule weiß, Latein, alte Römer, hä? Die nächste Schülerantwort ist wieder so richtig süß und zwar diese Fee beschützt Frage 1 davon, als falsch bewertet zu werden. Da hat wohl irgendein Schüler oder eine Schülerin die erste Frage falsch beantwortet und hat dann einfach so eine Fee dahin gemalt von wegen, hey Lehrerin, bitte bewerten Sie die Frage nicht als falsch. Ich meine, bewerten Sie die Antwort nicht als falsch. Das habe ich aber tatsächlich auch mal gemacht und zwar war das in irgendeiner Klausur sogar auf dem Gymnasium schon mittlerweile gewesen dann, dass ich eine Frage... Also ich konnte alles beantworten, außer eine Frage. Und da dachte ich mir, okay, es sind eh nur 3 Punkte, dann schreibe ich halt irgendwas Lustiges hin. Habe ich halt irgendwie so einen Text hingeschrieben von wegen, hallo Herr Lehrer, ich habe wirklich überhaupt keinen Plan, was da jetzt die Antwort ist. Ich glaube, ich war in der Stunde nicht da oder krank. Ich kann Ihnen einfach nur das und das dazu sagen. Ich habe sogar einen Punkt bekommen, weil ich ihm dafür noch was anderes sagen konnte, was zwar nichts mit der Frage zu tun hatte, aber ja, keine Ahnung. Also ich glaube, ein großer Tipp, den man wirklich Schülern geben kann, also vielen von euch ja wahrscheinlich auch, ist immer etwas hinschreiben bei einer Aufgabe. Auch wenn ihr nichts wisst, schreibt trotzdem irgendeinen Rechenweg hin, irgendwas, was in eurem Kopf ist. So weniger als 0 Punkte könnt ihr nicht bekommen. In dieser Schularbeit einer 5. Klasse ist die Aufgabe gewesen, löse folgende Gleichungen und beeindrucke mich. Von den Gleichungen wurde keine gelöst. Stattdessen wurde unten drunter geschrieben von dem Schüler als Lösung, es ist nicht meine Motivation, anderen Menschen zu imponieren. War eine schlagfertige Antwort. Kommen wir nun allerdings schon zur letzten Schülerantwort, die ich hier heute rausgesucht habe, Freunde. Und zwar beginnt das Ganze relativ gut. Und zwar die erste Frage ist, wie viele Stunden hat ein Tag? Und natürlich schreibt die Person 24 hin. Die zweite, also die nächste Frage, die dann kam, war, wie viele Minuten hat eine Stunde? Und sie hat natürlich auch 60 geantwortet. Dann als drittes kam, wie viele Tage hat ein Jahr? Und dann wurde 365 geantwortet. Und die vierte Frage war, ist die Zahl 6 eine gerade oder eine ungerade Zahl? Und die Person hat gerade geantwortet. Also bisher wurde hier wirklich alles richtig beantwortet, doch dann kam die 5. Frage. Und die lautet, woher weißt du, ob sie gerade oder ungerade ist? Weil ich ziemlich clever bin. Ist richtig, ne? Es ist eigentlich eine richtige Antwort. Ich glaube, der Lehrer wollte eigentlich so eine Antwort haben wie, weil es durch die Zahl 2 teilbar ist. Aber, dass du clever bist, würde ich zumindest auch mit Teilpunkten durchgehen lassen. An der Stelle würde ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine Damen und Herren. Wenn euch meine Reaktion auf einige bescheuerte Antworten von Schülern in Klassenarbeiten gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Like, da soll ich das Ganze eventuell nochmal hochladen. Also, es gibt ja unzählige dumme Antworten von Schülern in Klassenarbeiten. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, Freunde. Klickt unter dem Video auf Abonnieren, wenn ihr noch kein Teil der Lu-Crew seid und auch keine Videos mehr verpassen wollt. Und wenn ihr schon Abonnent seid, klickt gerne auf die Glocke, denn dann bekommt ihr automatisch auf euer Handy eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade und dann seid ihr vielleicht irgendwann mal der Erste, der einen Kommentar schreibt. Wenn ihr meinen Sweater feiert, den gibt es seit gestern im luca-shop.de zu kaufen. Der ist Teil der neuen Kollektion, die gestern rauskam. Aber nun würde ich das Video an der Stelle jetzt erstmal beenden.